Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch noch mal einen Teil 2 BH Cosmetics zeigen. Ich hoffe, ich sehe nicht allzu fertig aus. Ich denke, das geht aber. Und zwar habe ich jetzt noch einen Teil der Paletten und dann habe ich noch so einzelne Produkte, die man kaufen kann. Also jetzt nichts Größeres, sondern eher so kleine Scheißerchen. Jetzt kommen wir sozusagen zu den Gesichtsprodukten in Palettenform. Zum einen habe ich hier Blush To Go Your Color. Das war mal ein Geschenk von BH Cosmetics. Ich hatte das eine Zeit lang gar nicht benutzt, weil ich das aufgehoben habe, weil ich gedacht habe, das gebe ich euch dann. Aber dann hat mich irgendwie die Farbe so inspiriert. Vor allen Dingen muss ich sagen, so diese zwei, drei, hier sind so Glitzerpartikel. Ja, da könnt ihr sie ganz gut sehen. Ich muss sagen, auf der Haut scheint es nicht so, weil wenn man damit rumrührt und ein bisschen abklopft, fallen die größten Glitzerpartikel ab. Aber man kann sie sehr, sehr schöne Farben. Auch da ist die Pigmentierung natürlich, wie bei BH Cosmetics immer, super, super neutrale. Vor allen Dingen diese zwei, die gefallen mir einfach unfassbar gut. Und ich muss sagen, wenn ich sogar drauf puste, ist kein einziges Glitzerpartikel mehr übrig geblieben. Also das fegt sich dann auch sozusagen weg. Es tut mir so leid, wenn ich nicht mehr allzu frisch aussehe. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt auch 13 Stunden Tag. Und da kann man auch nicht mehr so frisch aussehen. Also ich bin eigentlich bereit, mich wieder abzuschminken. Wollte aber noch die paar Produkte euch trotzdem noch mitteilen. Und wahrscheinlich gehen wir dann noch durch die Lippen, weil Pinsel, da braucht es ein eigenes Video, habe ich gesehen. Das braucht ein eigenes Video, weil das sind Empfehlungen ohne Ende. Ja. Dann haben wir, ich muss mal meine Pfoten hier trocken machen, Forever Sculpt & Nude. Das habe ich eine Zeit lang mal in meiner Kosmetiktasche gehabt, to go. Habe es dann aber rausgemacht, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich benutze. Das ist Light and Medium. Ich hatte auch Dark, weil Dark hat mir mehr gefallen von dem Blush her. Das war so ein bisschen dunkler einfach. Es ist ein Rosé-Gold-Blush, was man auch so kennt. Ich muss sagen, das so als... Moment mal, wo ist denn der Bronzer da? Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist okay, aber ja... Ist nicht so das. Bleibt trotzdem jetzt noch. Vielleicht werde ich mal irgendwann mal mich an die ranmachen und dann leeren. Dann kommen wir zu Nude Rose. Ich habe gesehen, die Ille hat sie aussortiert. Ich verstehe es. Also ich verstehe es, weil sie ja eine größere Hautstruktur einfach hat. Ja, eine andere Hautstruktur. Oder sie sagte, das bleibt an den Poren hängen. Es ist bei oftmals so Creme-Puder-Geschichten, dass oftmals bei mir hier auch die Poren betont werden. Und ich das nicht so schön finde, um ehrlich zu sein. Aber die Pigmentierung ist einfach der absolute Burner du. Ja. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Das ist eine wunderschöne Palette. Das habe ich von der Miss Joanne, glaube ich, heißt die. Oder Joanne. Joanne, keine Ahnung. Wunder, wunder, wunderschöne Töne. Das sieht einfach so klasse aus. Ich gucke hier auch gerade in den Spiegel. Im Spiegel sieht das so voll aus. Wir testen mal ein, wenn wir schon mal dabei sind. Die sind halt von der Struktur her eher etwas gröber. Und ich weiß ganz genau, was du, Ille, meinst. Das setzt sich natürlich bei mir auch ab. Sie sind halt ein bisschen... Sie haben eine größere, also so eine grobe Struktur halt eben. Seht ihr das? Also es bleibt schon... Also es ist nichts für fettige Häutchen, die eh so ein bisschen... Ich würde eher sagen, eher so ein jüngeres Mädel, so 20 rum... Ich behalte sie trotzdem erstmal, bin zwar keine 20 mehr, aber wer weiß, wo mein Highlight irgendwann enden wird. Zumindest möchte ich die nicht abgeben im Moment. Dann haben wir Wild Radiant, das ist auch so eine Highlighter-Geschichte. Ich finde die etwas dunkel, das wäre für Typen im Sommer, also gebräunte Haut. Auch da können wir mal eins testen, ich habe ja nur zwei Wangen. Also seht ihr, also es hat schon echt, aber es ist halt auch etwas für gröbere Geschichten. Also man sieht hier auch die Struktur, man sollte vielleicht einen Primer drunter machen, damit es hautgeglättet ist oder wirklich nur hier punktuell arbeiten und nicht so weit in die Wangenpartie reingehen.
dann ja, funktioniert das auch. Aber wirklich auch super schicke Farben. Kann ich euch, ja, für, vielleicht sollte man sie auch eher so auftragen. Wisst ihr, dass sich das so ein bisschen mit der Haut verbindet. Das finde ich ja irgendwie schöner beim Highlighter meistens. Habe ich da 47 Highlighter drauf. Ja, man kann ihn genug im Leben glowen. Ja, genau. Es ist aber auch, ich habe noch nicht den idealen Pinsel gefunden. Ich finde, das trägt wirklich so feine Strukturen am besten auf. Bei so gröberen Geschichten bin ich mir noch nicht sicher. Habt ihr da eine Pinselempfehlung? Also eine Zeit lang habe ich auch so einen festgebundenen genommen, damit sich die Pigmente richtig dran pressen. Aber irgendwie war es auch keine richtige Lösung. Jetzt glow ich mal mein Leben lang. So, Glamorous Blush Ten Color Blushes. Die sieht so aus. Das ist so eher die nicht natürlichere Variante. Ich schau mal gerade. Ja, genau. Nude Blush habe ich hier. Oben. Wie zeige ich es auch am besten? So. Oben ist nicht nude. Unten ist nude, wie man sieht. Ja. Ich finde, das ist eine wunderschöne Alltagspalette. Und wenn man doch mehr Farbe will, ich habe es gerade auch wegen den Nude-Tönen geholt. Aber auch, weil es hier eben rote gibt. Im Endeffekt bräuchte ich es nicht, weil ich genug Einzelblushes habe. Aber ich möchte es trotzdem in der Sammlung behalten, falls ich doch irgendwie mal weg muss oder sowas. Und ich, dann kann ich mich auf eine Palette beschränken und habe dann aber 10 verschiedene Farben. Von daher finde ich das eigentlich eine gute Lösung. Oder halt eben, wenn man andere schminkt oder sowas, um den Hauttypen da irgendwie. Oder Tonanpassung, ja, wie auch immer. Schatz, lach mich nicht aus. Tolle Geschichte, kann ich euch empfehlen, auch von der Pigmentierung. Die sind so samtig. Ja, meine Nägel sind noch nicht gemacht. Muss ich aber mal dran. Also wirklich auch ganz, ganz tolle Nude-Geschichte. Also ich stehe wirklich eigentlich auf Blush. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen überdriss. Aber auf Blush auch so Nude-Geschichten. Ich finde, das macht immer so einen frischen Tör. Manchmal greife ich einfach zu viel in den Farbtopf. Ja, das. Ja. Ja, der hatte schon einen, Schatz. Aber wenn er will, kann ich ihm gerne eins geben noch. Dann kommen wir zu zwei Highlighter-Paletten, die eigentlich in jeder Sammlung nicht fehlen dürfen, weil sie sind der Oberknaller, obwohl auch für, ja. Ich habe sie bisher noch nicht so oft benutzt, muss ich sagen, aber wenn man da drüber geht. Leute. Schau mal. Aber ich habe sie schon benutzt, auch wenn sie null benutzt aussieht. Also das ist auch was, wo könnte ich das noch draufballern? Weil ich will euch einfach die verschiedensten Strukturen, weil das sind feinere Geschichten und mit den Fingern, also gerade mit so Finger lassen sie sich irgendwie schöner auftragen, finde ich. Die hier ist ein bisschen feiner als die Radiant und als die Nude Rose Palette. Am besten... Am besten nehme ich ja den nochmal. Ja, ich nehme wenigstens auf. Also wenn man mit dem Pinsel reingeht, sieht man gar nicht, dass man überhaupt sie benutzt hat. Und tragen das jetzt mal hier so auf. Ich weiß, ich glow jetzt mein Leben. Aber es ist halt einfach Highlight-Geschichte. Aber auch da kann man ganz gut, glaube ich, erkennen. Oh, wo seid ihr? Da kann man eigentlich ganz gut erkennen, dass das wirklich die Poren betont. Und dass man es am besten wirklich da aufträgt, wo man keine hat. Das ist manchmal gar nicht so schwer, einen Ort, einen geeigneten Ort zu finden. Aber die Farben sprechen für sich. Und ihr seht, ich bin so auf der natürlichen Glow-Seite, also wenig holographisch, wenig... ja, in so verschiedenen Richtungen. Das ist schon mal ganz nett, aber so für den Alltag eigentlich ungebrauchbar. So die einzige holographische Palette, die ich, glaube ich, noch habe. Oder gibt es noch eine als Highlight? Ich überlege gerade, ob ich da nicht... Doch, eine von Zeeva habe ich ja noch. Und das ist dieses Schätzchen hier.
habe ich euch eigentlich gesagt, wie dieses heißt. Spotlight. Und das ist Blacklight Highlight. So sehen die Farben aus. Und ihr seht auch, das sind die verschiedensten Töne mit Untertönen. Also dieses Blau ist halt wirklich kaum tragbar. Ich hatte das schon mal drauf, weil es mir kaputt gegangen ist. Und wie gesagt, ich bin immer diejenige, die immer die kaputten Sachen zuerst benutzt. Weiß nicht, finde ich irgendwie besser. Und dann haben wir noch Rosa und dann so ein Gelb mit grünem Unterton. Es ist schon mal ganz nett. Und dieses Weiß mit Blau. Wartet mal, wo ist denn dieses andere? Das habe ich. Ja. Es gibt, schaut mal, also klar, wer läuft da beim Alltag bitte mit einer blauen Wange in der Gegend rum? Das kann man mal machen. Ach, das Rosa. Das Rosa war mit Blau. Entschuldigt. Falsche Information. Das hier, das hatte ich auch schon mal drauf. Das sieht so geil aus, wenn das, das ist das hier. Seht ihr diesen blauen Shift? Ja, da kommt er zur Geltung. Richtig geil. Das hat irgendwie so... Es hat es irgendwie klasse gemacht. Ich frage... Ja, aber das ist der einzige, den ich wirklich so tragen kann. Der Weiß ist auch zu krass. Es ist einfach zu krass. Wo will ich bitte mit so einer Struktur hin? Hier. Also ich meine, es ist on top, ja. Aber das ist dann auch weiß. Wo will ich damit hin? Ich kann das Land damit nicht verlassen. Die würden mich sofort verhaften. Von daher... Es ist so eine Geschichte. Es ist eine tolle Spielerei. Es ist mal ganz nett, da zu haben. Ist aber absolut kein Muss. Also ich finde, die ist wirklich kein Muss. Die Spotlight dagegen finde ich schon toll, wenn man auch gerade Anfänger ist. Neuentdeckung für Anfänger, die sich gerade highlighten möchten. Ich meine, man kann zu overdressed, so wie ich jetzt, gehighlightet sein, ja. Aber ich finde, die lassen sich trotzdem immer noch irgendwie reduzieren. Wisst ihr, was ich meine? Also man kann sie dann auch einarbeiten oder man kann das verblenden. Ich finde einfach bei BH Cosmetics Produkten, die lassen sich eigentlich auch gut in die Haut arbeiten. Genau. Also wenn, dann eher diese zum Raten statt die anderen Highlighter-Paletten, weil das sind neutrale Töne, die kann jedes Häutchen eigentlich tragen, bis auf... Zu große Struktur in der Haut. Da kann aber, glaube ich, keiner ein Highlight tragen, oder? Also wenn man zu große Poren hat, dann ist es halt überall im ganzen Gesicht, oder? Also hier fängt es bei mir so langsam an, so Struktur zu geben, auch gerade wenn ich lächel. Ja, entschuldigt, ich habe gerade ein bisschen Creme an der Nase. Wie gesagt, diese Erkältung, die zieht sich irgendwie... gar keinen Bock. Ja, das war's schon an Paletten. Ich habe da noch... paar Schätze rausgekramt, so einzelne Produkte, wozu ich was sagen kann. Ich dachte, ich teste, ich mache einen Full Face auf BH Cosmetics und das werde ich auch noch tun. Ich glaube, ich habe ein ähnliches Video gemacht, wo ich die Foundation, den Concealer und das Puder getestet habe. Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr so sicher, um ehrlich zu sein, ob ich das schon gemacht habe. Das Puder habe ich auf jeden Fall mal verwendet, aber ob ich das auch wirklich als Video gemacht habe, keine Ahnung. Na, wir kommen zu diesen Wimpern, die fand ich so ansprechend. Das ist die D302. Ich finde, das ist ein richtig schönes Modell, was auch nicht zu künstlich... Also es sind keine echten Haare, klar, aber dieses nach außen hat mir sehr, sehr gut gefallen. Von daher kann ich das mal gerne mit euch zusammen testen. Wie gesagt, kommen wir zu dem Puder von BH Cosmetics. Das ist Matte Finish Pressed Powder. Da sind 11 Gramm drin und ist die 205. Ich finde, die haben eine gute Auswahl. Schlecht finde ich, dass das eben im Internet ist. Ich weiß nicht, inwieweit BH Cosmetics komplett in den DM gekommen ist. Unser DM, ich war schon ewig nicht mehr im DM. Wann war ich denn das letzte Mal? Letzten Monat? Ja, ich war genau vor einem Monat im DM. Und danach bin ich auch nicht in DM. Ich war einmal kurz im Müller, habe dann noch Zeug geholt für die Windeltorte, das war's. Ich bin eigentlich relativ DM-faul geworden. Uah. Aber das wäre das Puder und ich muss auch sagen, das hat so ein seidiges... Man hört es kaum, es ist aber total samtig. Und ja, wir werden es auf jeden Fall mal zusammen testen. Empfehlen kann ich's, aber wir werden erstmal testen.
Dann habe ich hier zwei Blushes, die haben mich irgendwie angesprochen. Ich hatte auch mal ein drittes. Bin ich der Meinung, so ein Korall. Aber das kann auch sein, dass ich schon rausgeworfen habe, weil es mir nicht ganz so gefallen hat. Das ist Floral Blush. Duo Chic Color. Chicken Caribbean Korall. Das sieht so aus. Ich finde die Spiegel total unnötig, weil im Endeffekt kann ich mir mein Blush eh nicht so auftragen. Aber ganz, ganz toll. Wenn man das mischt, hat man so ein Rosé-Peach. Ja, man kann gucken, ob man lieber sich im peachigen Bereich aufhält, ne? Dann hat man eine andere Farbe oder eben im pinken Bereich. Aber im Endeffekt gibt es einen ganz, ganz tollen Ton, wenn man es zusammenmischt. Es hat mir ganz gut im Sommer gefallen zum Beispiel. Und was ich auch ganz toll fand, war das Bahama Bronze. Ich finde das einen ganz tollen Bronzer. Auch wenn es Schimmerpartikel hat, ja, es fällt irgendwie im Gesicht nicht wirklich auf, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und es ist auch eigentlich ein ganz, ganz toller Ton. Also wenn man wirklich nur so einen bronzigen Look haben möchte, was ich auch sehr gerne bevorzuge, wie ihr seht, habe ich heute auch minimal Blush drauf, aber Highlighter jetzt mit euch zusammen und fliegt. Ich meine, von Weitem sieht das wahrscheinlich ganz nett aus. Also das, was ich sehe, sieht schön aus, schön glowy. Aber wenn dann jemand nah kommt, dann bröckelt dein Gesicht von Highlighter. Den Blush kann ich euch natürlich auch empfehlen. Wer eher auf das Bronzige rüber möchte, der kann sich das gerne anschauen. Ich gucke gerade zeittechnisch. Ja, noch ein bisschen. So, kommen wir zu den zwei Foundations, die ich tatsächlich von BH Cosmetics habe. Ich habe da was angefasst. Das ist Trended Up. Ja. Kommen wir zu der einen Foundation. Das ist Forever Nude Illuminating BB Cream. Das ist so eine Geschichte, was für mich, zum einen hat das seinen Pumpspender verloren. Zum anderen sehe ich nicht wirklich Illuminating danach aus. Also Illuminating heißt für mich eigentlich, dass ich ein bisschen Glow habe. Das ist einfach nur eine Creme mit Orange drin. Also ich weiß nicht, in welchem tiefsten Sommer ich das tragen soll. Ich habe sie jetzt mal aufgehoben für dieses, meine Review zu einem. Ja, ich wollte schon immer so ein BH Cosmetics Ding drehen. Und zum anderen habe ich sie aufgehoben, weil sie rosa war. Ich weiß, ich habe gedacht, vielleicht brauche ich eine BB-Cream. Aber wie gesagt, ich trage lieber eine dünne Deckkraft von Foundation auf, bevor ich sowas benutze. Und ich gucke jetzt gerade mal, wo die BH Cosmetics, weil die hat so einen ähnlichen. Da ist sie ja. Seht ihr, die sehen sich ähnlich aus von oben irgendwie. Ja, dann kommen wir zu der Liquid Foundation. Die war mir im Sommer einfach zu hell. Ich habe die 205 Fair Golden genommen. Golden passt ganz gut, aber Fair, hallo Leute, es ist so hell. Da seid ihr bestimmt mit glücklich, wenn ihr die Foundation im DM bekommt. Die ist wirklich hell. Also ich kann euch mal meine P2 Foundation daneben swatchen, damit ihr ungefähr wisst, in was für Bereich. Und das ist 10. Ja, okay. Viel Unterschied ist da jetzt nicht. Das war viel zu viel geswatcht hier. Zu viel Produktverschwendung, Mensch, für mein Projekt. Also ihr seht, es ist schon hell. Und das ist schon für mich hell. Also wenn ich das in der Kamera auftrage, dann sehe ich ziemlich, ziemlich hell aus. Und ich habe diese Farbe gewählt. Ich habe Gott sei Dank Darkening Drops, womit ich das aufdunkeln kann. Aber der Unterton zum Beispiel von der BH Cosmetics wird rosé gerade. Sehe ich im Gegensatz zu dem. BH Cosmetics dunkelt auch gerade im Moment ein bisschen nach. Ja. Wir werden testen, weil, was soll ich euch von der Foundation erzählen, wie das Finish ist, wenn ihr das lieber im Auftrag dann seht. Dann habe ich einen Concealer Total Cover. Das hatte ich mir empfehlen lassen von einer, die auch Total Cover benutzt. Ich dagegen bin eher ja eigentlich auf der leichteren Deckkraft, finde ich aber gar nicht so schlecht. Ja, kann aber auch nichts weiteres dazu sagen. Also man müsste sich immer zu so einem Produkt ein eigenes, eine eigene Meinung bilden. Denn klar, auf meiner Seite kann ich es empfehlen, ja, aber seid ihr dann glücklich? Habt ihr dieselbe Hautstruktur? Und
Von daher muss jeder für sich selber wissen, es hat eine hohe Deckkraft, eine höhere Deckkraft. Aber ich komme auch mit Catrice Camouflage gut klar. Und das ist jetzt die Coverage 105 oder die Farbnummer 105. Das habe ich eigentlich gedacht, dass die Foundation ein bisschen dunkler ist. Dann kann der ein bisschen heller sein. Aber dass die Foundation fast heller ist als der Concealer, ist ja auch schon der Knaller. Dann habe ich Creme Blushes. Und zwar einer meiner liebsten Creme Blushes. Er war schon in meine Favoriten. Ist der hier. Das ist Cabana. Nee. Doch, Cabana. Yay. Der ist so schön auf den Wangen. Wenn man den so schön auftupft, der ist so ein Hauch von Frische im Gesicht. Und doch nicht zu pigmentiert. Und wirklich, man kann den so schön in die Haut einarbeiten. Ist leider irgendwie kein Cream to Powder. Man muss es schon irgendwie setten, sonst entliptint, also Cream entliptint. Und es ist ein bisschen schwierig, aber es gefällt mir ganz gut, wenn es eh alles nicht ganz so matt ist. Auch heute glänze ich. Ich habe versucht, ich sehe hier fehlt mir ein Teil meines Make-ups komplett. Was habe ich denn gemacht? Ja, auf jeden Fall genug an Haushalt. Dann dachte ich, ich gönne mir ein Videochen mit euch. Schöne, schöne, schöne Farbe. Ist zum Empfehlen, wer natürliche Looks mag. Dann habe ich hier noch einen, der ein bisschen so, ja, die Wangen etwas anders da erscheinen lässt. Und zwar ziemlich errötet und schüchtern und ja, ganz, ganz tolle Farbe. Auch das ist Rose. Als Rose hätte ich mir das nicht vorgestellt. Das wäre für mich ein Rose gewesen. Und das wäre, weiß ich nicht, Pink. Und Pink trifft Korall oder Korall, aber nicht Rose. Rose. Dann haben wir noch einen Stinker hier drin. Das ist Peaches Cream. Den habe ich allerdings noch nicht benutzt. Denn der Sommer war schneller vorbei, als ich ja, meine Videos drehen konnte. Wobei ihr merkt ja, ich drehe eigentlich schon regelmäßig und ich mache das auch. Ich rate euch einfach die erste Fettschicht wegzumachen von den Cremeprodukten. Dann habt ihr nicht so ein fettiges Finish auf der Haut. Und das ist die Farbe. So. Was ist da los, Mensch? Das ist die Farbe, wunderschönes Orange. Wir werden es auch im nächsten Sommer testen und vielleicht auch im Herbst, weil ich finde, Orange und Brauntöne sind sehr, sehr tolle Farben für den Herbst. Dann haben wir hier noch so eine kleine Concealer and Correcting Palette in Medium, weil ich ja auch Medium Hautton bin, ne? Definitiv, wenn ich nicht Dark. Ja, ich weiß nicht, welche Augenringe ich zum Himmel haben müsste, um das zu benutzen, denn das ist wirklich Orange. Das ist, ich würde sagen, in der Farbrichtung Becca Under Eye Brightener in Medium oder in Dark sogar. Da, die haben da so Orangeton, wo ich dann gedacht habe, holla die Waldfee, damit ein Liedstrich. Das sieht bestimmt fein hier aus. Ja, so Orange, ich mag's, ich hab's ja noch nicht, also ich mag Orange, ja, aber nicht unter meinen Augen. Da reicht auch ein kleines Hauch von Rosé, weil so eine Augenringe zum Himmel habe ich jetzt nicht. Dann habe ich die Augenbrauenpomade in Blond. Die finde ich ganz nett. Die trocknet aber sehr schnell aus. Ich habe Glycerin 2 Tropfen reingegeben, habe da, oder 1,5 Tropfen, also wirklich nicht viel. Dann ist die wieder cremig und geschmeidig und trocknet trotzdem an den Augenbrauen an. Also es ist da nicht so, dass ihr Augenbrauen malt und einmal so drüber geht und dann sind sie weg. Es trocknet trotzdem, obwohl Glycerin mit drin ist. Ja, ich kann es euch empfehlen. Es ist ein langes, langwieriges Produkt. Dann habe ich hier noch was für die Augenbrauen. Und zwar ist das so ein Kit. Das finde ich ganz nett. Schöne, schöne, aschige Töne. Ich muss sagen, das Kit hier, es ist mir schon fast in der Kamera zu grünstichig, weil es so aschig ist. Ich habe sehr gerne auch das Gel benutzt. Ich fand, es hat sehr gut funktioniert mit dem Augenbrauen-Gel. Ist eine Empfehlung wert. Ich weiß nicht, wie die anderen Farben sind. Und tatsächlich auch mit dem Pinselchen hier benutzt. Denn das fand ich gar nicht von der Größe schlecht. Es liegt gut in der Hand. Ups.
Es liegt gut in der Hand, man kann gut damit arbeiten. Ich brauche nicht zu großen Pinsel. Ich finde, das ist ein super Mitnehmprodukt und kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Das ist das Furless Brow Trio. Warum fokussiert meine Kamera jetzt nicht mehr? Hallo, bist du undicht? So, fokussiere jetzt mal das. Nee, Furless Brow. Nee, will nicht, will nicht, will nicht. Dann habe ich noch ein paar Lashes. Und zwar waren sie im Angebot und ich brauchte noch ein bisschen unters Bett der Lipgloss. False Lashes. Ja, das sind so Karnevals-Lashes. Ich dachte, ich nehme es mit. Warum nicht? Ich glaube, die haben nur 2,50 oder sowas gekostet oder 3,50. Ich meine, das kann man immer gebrauchen. Ich hatte auch mal so eine Dinger an, einfach um Just for Fun für mich daheim, um einfach anzuziehen. Moment, ich muss unter das Bett. So, ich hatte mal ein lilanes Glitzer. Ich schaue gerade mal, ob ich das noch habe. Scheint nicht mehr da zu sein. Naja. Gehen wir noch die letzten Produktchen durch, bevor wir zu den Lippen kommen. Ich habe hier noch so ein, wie heißt denn das? Highlights. Ich fand die Farbe cool. Das ist so ein Blau-Lila. Habe ich auch schon in dem Karnevalspalette benutzt. Ich muss sagen, ich habe mir irgendwie mehr versprochen. Vielleicht ist das aber auch eher ein Topper und kein Lidschatten an sich. Denn ich sehe trotzdem irgendwie noch ein paar Stellen. Haut durch. Ich finde, als Topper ist das genial. Also wirklich genial. Richtig schön. Es sieht einfach schön aus. Ist mal was ganz anderes. Leute, wer trägt schon so einen Lidschatten? Ja, also wer trägt schon so einen Lidschatten außer ich und ein paar andere Kollegen noch? Ja, dann haben wir noch einen Glitzer. Ich hatte das auch mal in Lila. Ich weiß nicht, ob ich es weitergegeben habe oder irgendwo in meiner Sammlung noch ist. Ich habe mir das Dunkelrote noch aufgehoben. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich kann euch noch nichts dazu sagen, wie das ist. Aber Glitzer ist für mich Glitzer. Und für 5 Euro, glaube ich, habe ich das mal mitgenommen. Oder 4. Dachte ich, ja, kann man probieren. Oder auch 3 Euro. Ich meine, so ein Pöttchen hält eigentlich ein ewig. Und somit wären wir bei den Lippen dann angekommen. Und dazu mache ich dann jetzt nochmal einen Cut und mache ein separates Video schnell dazu. Oder ein separates Video Augen und Pinsel. Ja. Machen wir es so, ich mache Augen und Lippen, meine ich, Lippen und Pinsel zusammen. Und das ist dann schon mal ein anderes Video. Wie gesagt, ich habe bisher jetzt eine Palette aussortiert, weil ich sie einfach nicht brauche. Und das ist die Marble. Die ist schön, ja, aber ihr wisst, man hat einiges in seinem Equipment, nein, in seiner Sammlung und man kann nicht alles benutzen. Super, super geil und creased auch nicht, dieses Highlights. Das wollte ich noch dazu sagen. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ich habe auch was von BH Cosmetics drauf. Allerdings gefällt es mir nicht, dass meine Kamera A nicht scharf stellt und B hier sich immer der Rand bildet. Habt ihr das auch? Aber im anderen Video anderes dazu. Ciao!